So, liebe Freunde, heute mal mit etwas anderem. Ich möchte euch gerne einen Film vorstellen, der diese Woche in die Kinos kommt, nämlich am 10.11. Magnus, der Mozart des Schachs. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, wer mit Magnus gemeint ist. Natürlich Magnus Carlsen, der amtierende Weltmeister, der jetzt am Freitag seinen Titel gegen den Herausforderer Sergej Kajakin verteidigen wird. Und dazu passend kommt dieser Dokumentarfilm in die Kinos. Und ich möchte euch einfach erstmal kurz den Trailer zeigen und dann ein bisschen über den Film reden. He did have some special traits quite early on. So I hope to become a grandmaster this year. And is that realistic? Yes, I think quite realistic. Jeg tar ofte avgjørelser på intuition. Garry Kasparov was ranked number one in the world. Magnus somehow tricked him in the opening. This boy had a hell of a talent. The lonely part about being a chess player is really all up to you, and at least that's the way I feel. It was a fairly tough environment. De prøver egentlig å plage meg mest mulig. Jeg jo veldig annerledes i klassen. Hvor ofte ser vi ja? Hvor 10 tårn slår E6. Hvor 6 dronning E5 matt. Hvor 9 dronning E8 matt. 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 Over the years, Magnus has changed as a person. He is funny and outgoing and model as well. I can see these things immediately where other people see chaos. Oh, that's that. I always enjoy watching his games because it makes me feel proud about the game of chess. So, jetzt habt ihr schon mal, denke ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, worüber der Film ist. Also, es ist ein Dokumentarfilm und Magnus wird begleitet, beziehungsweise es wird gezeigt, sein Lebenslauf bis hin zur Weltmeisterschaft 2013, also bis hin zur ersten Weltmeisterschaft. Und ich glaube, ich nehme hier nichts vorweg, natürlich, die hat er ja dann auch gewonnen gegen Anand. Und es geht los, als Magnus ganz klein war. Und wie er überhaupt zu Schach gekommen ist, erzählt sein Vater viel. Und dann auch die ersten wichtigen Stationen, norwegische Meisterschaft, sein erster World Cup gegen Aronian 2004, das war auch ein sehr prägendes Turnier. Und dann auch, wie wir auch schon im Trailer gesehen haben, dieses Match gegen Kasparov, dieses Schnellschachmatch. Und dann geht es weiter mit. Der größte Fokus des Films ist tatsächlich auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Dieses super dramatische Kandidatenturnier 2013 in London und dann natürlich die Weltmeisterschaft später in diesem Jahr in Chennai. Und was mir dabei aufgefallen ist, wenn man so nah dabei ist durch diese Dokumentation, hat man immer wieder dieses Gänsehautgefühl tatsächlich. Also ich möchte euch noch kurz einen kleinen Ausschnitt zeigen von dem Match gegen Kasparov, weil es einfach so unglaublich ist, wenn man sich das vorstellt. Dieser 13-jährige Junge spielt gegen diesen übermächtigen eigentlich besten Spieler aller Zeiten und gewinnt fast gegen ihn. Also schauen wir es uns an.
The game between Magnus Carlsen and Garry Kasparov ended in a draw. Det var egentlig en ganske positiv opplevelse. Følte at jeg kunne fighte like bra som han. Ich liebe einfach Kasparovs Mimik hier. Das ist unerreicht, wenn man es mit anderen Schachspielern vergleicht. Also, ihr habt gesehen, es gibt diese Bildaufnahmen auch von sehr frühen in Magnus seiner Karriere, wo ich mich dann selber gefragt habe, wow, die haben hier alles aufgenommen. Damals konnten sie ja noch nicht wissen, dass Magnus irgendwann der beste Schachspieler werden würde. Und trotzdem haben sie dieses ganze Bildmaterial gesammelt. Dadurch ist man sehr nah dran. Also gerade beim Kandidatenturnier und bei der WM ist man sehr dicht dran. Und man bekommt Einblicke von Magnus, die man ja sonst eben nicht bekommt. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass Magnus immer ein bisschen unnahbar ist, dass man ihn eigentlich nicht so richtig verstehen kann. Und mit diesem Film und auch den Interviews von der Familie, da sehr viele Interviews mit dem Vater und den Schwestern auch, erlebt man Magnus viel mehr als Mensch noch, als ihn nur als Schachspieler zu erleben. Und hier habe ich auch nochmal einen kurzen Filmausschnitt, der es nochmal verdeutlicht. Das hatten wir auch noch schon kurz im Trailer gesehen. Some of my my demons I keep only to myself. It's easiest that way. Because not sharing is usually easier than sharing. At least that's the way I feel. It is definitely a huge frustration to feel that you're the only one who understands something, and that's really the lonely part about being a chess player. It's really all up to you, and obviously being a chess tournament, being away. Always, dealing with your own demons and problems with the chess. It's sometimes tough, but it's part of the job. Ja, sehr persönlicher Einblick hier in Magnus' Gedankenwelt und auch die Probleme, mit denen er sich beschäftigt. Man sieht natürlich immer nur seine Erfolge, aber es gibt natürlich auch Downsides, Nachteile. Er hat das auch im Trailer kurz gesehen, dass er in der Schule ein bisschen als Außenseiter dann galt, weil er so viel gereist ist mit Schach. Und man bekommt auch diese Seiten mit, die man eben normalerweise nicht mitbekommen würde. Also insgesamt sehr viel Positives. Ich möchte auch kurz noch darauf eingehen, was mir ein bisschen vielleicht gefehlt hat oder was ich mir gewünscht hätte noch. Also der Film hat mir sehr gut gefallen. Aber mir hat gefehlt noch Interviews mit Magnus, seinen Weggefährten, den anderen Top-Spielern, mit Wladimir Kramnik vielleicht zum Kandidatenturnier, wo es ja so unglaublich dramatisch war in den beiden Schlussrunden. Oder dann natürlich Vichy Anand im Weltmeisterschaftskampf 2013. Das wäre noch schön gewesen. Und auch vielleicht die Zusammenarbeit mit Kasparov hätte mich persönlich zumindest noch sehr interessiert, kam jetzt aber in diesem Film nicht zum Sprechen. Ja, insgesamt empfehle ich den Film für euch alle. Mir hat er sehr gut gefallen.
Denn klar, ich war bei diesen Events auch überall dabei und ich glaube, es geht vielen von euch ähnlich. Man hat da zugeschaut beim Kandidatenturnier bei der Weltmeisterschaft und jetzt das nochmal mitzuerleben und diese Dramatik nochmal, das ein bisschen besser sich reinzufühlen, das fand ich sehr, ja, sehr spannend. Also man hat auch nicht unbedingt immer das Gefühl, es ist ein Dokumentarfilm. Es ist schon schön so dramaturgisch aufgezogen, natürlich mit dem Höhepunkt, die WM am Ende, dass man auch sagen könnte, es ist ein normaler Spielfilm. Also, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt in der Beschreibung noch einen Link finden, wo der Film anläuft, in welchen deutschen Kinos. Und außerdem, ich mache eine Verlosung auf Facebook für Kinokarten. Also, wenn ihr auf den anderen Link geht, zum Facebook-Post, dann könnt ihr da an der Verlosung teilnehmen. Alles klar? Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Ciao.